Hallo und somit herzlich willkommen zu einem etwas anderen Format hier auf meinem Kanal. In dieser Videoreihe schauen wir uns ein paar verschiedenste Trailer, Bilder, Videos, Arbeiten zur Unreal Engine 5, Upcoming Games und eigentlich alles Verschiedenste an, was das Gaming-Herz so begehrt, was überhaupt so möglich ist mit der heutigen Technik und eben auch dieser Unreal Engine 5. Und hier habe ich durch einen anderen YouTuber, Hollow, packe ich gerne in die Beschreibung unten, was Interessantes entdeckt von Lorenzo Drago, einem 3D Environment und Prop Artist. Der hat hier was sehr Schönes auf die Beine gestellt. Ein Projekt in der Unreal Engine 5 in Zusammenarbeit mit diesem Lightning-System Lumen und hat hier eine schöne japanische Train Station gebaut, gezaubert, könnte man schon fast sagen. Man könnte fast meinen, es ist ein Foto, aber das ist wirklich ein Spiel in der Unreal Engine 5, also wirklich krass hier, dass man so sehen kann. Und ich möchte euch das Ganze mal ein bisschen zeigen. Ich packe die ganzen Links zu dieser Webseite, zum Video und zum anderen YouTuber in die Beschreibung. Dann könnt ihr es euch auch selber nochmals anschauen. Aber wir gehen jetzt hier ein bisschen mal diese Bilder durch. Und man sieht schon, es sieht halt wirklich aus wie ein Foto. Also tausende Details. Wenn man sich hier bloß diese Treppe anschaut, wie abgenutzt die aussieht, der Betonpfeiler hier oben, hier die ganzen Cracks im Asphalt, am Geländer blättert die Farbe ab, tausende Details, also wirklich unglaublich. Hier ist das Video, das schauen wir uns gleich mal an, aber zuerst noch die Bilder. Auch das Licht sieht halt wirklich aus wie echt, so da kann man echt nichts dazu sagen. Auch hier die Lichtbrechung durch die Fenster. Wow. Wenn so wirklich die Spiele der Zukunft aussehen, dann mindblowing. Kann man echt nicht anders sagen. Es ist unglaublich. Und jetzt stellt man sich mal so in so einer Grafik GTA vor oder Forza Horizon noch viel besser und das Ganze jetzt in 4K, weil die Bilder sind bloß in HD. Das muss man auch noch dazu sagen. Das wird unglaublich. Also die Unreal Engine 5 wird wohl die Videospiele Technik revolutionieren, wie es aussieht. Auch die Matrix-Demo, die ist auch echt der Hammer. Wollte ich eigentlich auch ein Video dazu machen, allerdings packt mein PC mit der 2080 Ti die Unreal Engine 5 schon gar nicht mehr. Mal schauen, ob ich da irgendwie was dazu machen kann oder auch nicht. Aber zurück zu diesem Projekt hier, das wirklich unglaublich aussieht. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie Horrorspiele mit dieser Grafik aussehen. Da bekommt man ja wirklich einen Herzinfarkt. Hier in diesem Bild finde ich, man sieht es ein bisschen, dass es ein Spiel ist. Steine zum Beispiel hier vorne sehen noch gut aus. Allerdings, wenn man hier hineinzoomt, hier ab dieser Grenze, sehen die Steine schon etwas nicht mehr so schön aus. Aber dann wieder hier unten der Asphalt, also unglaublich, diese vielen Details in dieser kleinen Sparte hier nur schon. Boah, wow. Ja, ein Bild von einer etwas anderen Perspektive. Hier sieht man schön das Spiel zwischen Schatten und Licht. Die Lichtbrechung, wie sie hier feine Linien zieht, der Schatten. Wirklich sehr scharfe Kanten hat. Das sieht man zum Beispiel genau hier an dieser Kante. Oder auch hier diese drei Teller auf dieser Stromschiene hier oben, die den Schatten werfen auf das Gebäude. Boah. Auch dieses Bild hier. Das
finde ich eines vom Besten eigentlich. Sieht so gut aus. Wow. Ja. Ich habe eigentlich keine Worte dafür. Jetzt hier bei Nacht. Man sieht schon, das Ganze hat ein bisschen einen Horror-Stil-Vibe, könnte man fast sagen. Mit diesem Dunst oder Nebel in der Luft. Diese schönen Lichtbrechung dieser Halogenlampen. Hier unten das Licht spiegelt in den Pfützen. Im Hintergrund diese kleinen Lichter hier der Bahnanlage. Sieht wirklich echt gut aus. Also gut ist untertrieben, es sieht der Hammer aus. Auch hier mit einer Taschenlampe. Alter Schwede. Auch hier sehr ein interessantes Bild. Wenn man jetzt hier auf diese Pfütze zoomt, man sieht ja hier den Rand eigentlich des Wassers, aber auch der Asphalt drumherum, so um das Wasser herum, sieht nass aus. Auch so ein kleines Detail, was wirklich sehr auffällt. Oder hier eben die Treppe, wie die Ränder so ein bisschen kaputt sind, Spitzen abgefallen und gebrochen sind. Alter. Ja, ne, Outlast in dieser Grafik möchte ich echt nicht spielen. Ja. Da muss man halt schon echt dann aufpassen. Wenn man irgendwie vielleicht so ein Kriegsspiel macht, dass man da wirklich differenzieren kann, was jetzt das Spiel und was die Realität ist. Wenn ein Spiel so echt aussehen kann. Das, ja, mal schauen, könnte vielleicht noch kritisch werden in dieser Hinsicht. Aber ich würde jetzt sagen, wir schauen uns mal das Video an. Das ist jetzt wirklich in der Unreal Engine 5 aufgenommen. Könnte man jetzt vielleicht eine GoPro oder sonst was, aber das ist echt im Spiel. So in dieser... Ja, ich habe keine Worte dafür, das sieht echt bombastisch gut aus. Die Unreal Engine 5 wird wohl die Videogame-Industrie revolutionieren, wie es aussieht. Wenn solche Dinge hier möglich sind. So viele Details. Nur schon hier in diesem Maschendrahtzaun hier hinten. Jetzt hier dieser Treppenaufstieg mit den Lichtbrechungen. Das Holz, das weiße Holz, das Licht reflektiert. Und diese Faserungen im Holz, wenn ihr die gesehen habt, unglaublich. Und jetzt beinahe. Sieht schon echt hammergut aus. Aber das wird so schlimm werden, wenn Horrorspiele so aussehen. Alter Schwede. Dann kündige ich. Junge, Junge. Die Taschenlampe reflektiert auf den Treppenstufen. Nee. Es ist echt schwer zu glauben, dass das wirklich ein Spiel ist. Also etwas, das in der Unreal Engine 5 erschaffen wurde.
hier nochmals. Echu Daemon Station, Lorenzo Drago. Models, Textures, Animation, Video Editing. Und Foliage from Quixel Megascans. Also, dann wurde wohl offensichtlich das Ganze wirklich wie eingescannt. Und wahrscheinlich mit diesen ganzen verschiedenen Polygonen dargestellt. Und eben das Ganze wird in der Unreal Engine 5 gespielt und benutzt das Lightning System Lumen. No Nanite. Echt krass. Also, ja. Was soll ich dazu noch sagen? Hier auf der Seite hat es noch verschiedenste Informationen dazu. Ja. Ich bin echt sprachlos. ich würde sagen, das war es erstmal mit dieser Folge hier. Mal schauen, wie das Ganze bei euch ankommt. Sonst kann ich das gerne wieder mal machen und ich habe da bestimmt noch ein paar Sachen im Petto, die ich mir gerne anschauen würde. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und bis uns beim nächsten Mal wieder bei einem etwas so unglaublichen, dass ich es kaum glauben kann. Von daher, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.